Was geht ab, meine lieben Achis, Achilles, Habubs, Habubi, Shabab, Shababinen und alle anderen, die sich jetzt hier auf diesen übertrieben freshen und klackigen Kanal verirrt haben und inshallah erstmal liken und auch abonnieren werden, bevor sich dieses Video hier gönnt. Freunde, was geht ab? Wir reagieren heute auf Cynic vs. P-Zack. Ich bin gespannt, Freunde. Ich freue mich darauf zu reagieren. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Die Links sind in der Beschreibung. Und Freunde, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir werden heute Abend auf jeden Fall Livestream. Es wird unser erster Livestream sein. Ich freue mich sehr darauf, Freunde. Wenn ihr möchtet, schaltet auf jeden Fall ein. Ich denke mal, es wird so gegen 22 Uhr oder spätestens 22.30 Uhr sein, Freunde. Wir werden auf jeden Fall mit euch chillen, zocken, ja, alles Mögliche, worauf ihr Bock habt. Und ich würde sagen, genug geredet, wir gehen rein und gucken uns das an. Let's go. Freestyle Schlagabtausch über einen wundervollen Beat von Figo Braxle wird. Alle Hände in die Luft. Berlin, das ist Rapper Mittwoch, 5 Jahre. Let's go, let's go, let's go. Auf dem Beat von Figo Braclevich. Was ist los, hier ist Cynic? Das ist nur ein Arschgesicht. Lauflutscher, deine Zeugung war die, der Elfmeterschießen von Bayern München. Ein Ausrutscher, der Schuss deiner Mutter sieht aus wie nah Manuel Neuer. Siegt direkt an die Latte. Ach du Kacke, guck dich an, du bist so Reckness. Also bitte check das, du bist niemals echter Rap-Shit. Change, halt die Fresse, Alter, wie ich dich erstech. Ey, ganz ehrlich, Alter, ey, boah, war das schlecht. Halt die Fresse, Alter, pass auf, wenn ich rumkomme. Deine Fresse sieht aus wie so ein voller schwitzenden Bulldogge. Was ist los, Alter? Bro, weißt du, was das Krasse an Cynic ist? Er muss nie wirklich so 100% schnell flowen oder Double Time. Der muss nicht wirklich so viel Gas geben wie die anderen. Das Einzige, was der machen muss, ist die Ruhe bewahren, so seine gechillte Art so umsetzen. So dieses Trockene einfach, und ne? Dieses richtig Trockene, als wenn er normal redet so, so und die so fertig waren oder schlecht dastehen lassen. Ja. Was soll das hier sein, Alter? Ich hab nicht mehr angefangen und du schwitzt wie ein Schwein. Digga, Alter, mach mal Sport, fang an zu laufen. Hör auf mit dem Futtern und hör auf mit dem Saufen. Tate. Yeah, ich hab einfach nur geschwitzt, denn vor 20 Minuten hab ich seine Mutter gefickt. Also halt mal lieber deine Fresse, Desinteresse. Guck, wie ich meinen Finger in deine Fresse presse. Yeah, bitte komm mal klar, deine Mutter ist so fett, sie passt nicht mal in den Mantel von Hata. Du Hurensohn, kannst mich nicht betteln. Charlie Chaplin, Will Smith, yes, I'm legend. Tate, ja, du bist meine Mutter, yeah, kurze Frage. Meinst du nicht, die steht eher auf Schwarze? Also hinterfrag das mal, Dicker, wo ist die Logik? Ich bin der schwarze Nigger, der dich heute hier mies in den Po fickt. Halt euch die Fresse, Alter, ich boxe den Drecksack. Du hast weniger Stolz als die Fotzen vom Bachelor. Also bleib ruhig, Junge, kenn deine Rolle. Digga, sehr böse, ne? Ja. Aber beide sind wirklich sehr stark. Ich muss sagen, jetzt gerade hat mir P-Zack sehr, sehr gut gefallen. Ne? In seiner ersten Runde fand ich ihn jetzt vom Flow her stark, ne? Ja. Aber er ist ein bisschen rausgekommen in seinem ersten Part. Klar. Aber im zweiten Part, ne, war er sehr, sehr krass. Klar, vor allem sein Counter war sehr, sehr stark mit diesem, vor 20 Minuten war ich noch da und da. Das war sehr, sehr nice, Alter. Und jetzt Cynic, also sehr, sehr starkes Battle, Digga. Und nochmal Kopf an Kopf rennen. Auf jeden Fall Feuer drin, wir machen weiter. Kommst du dir aus und fick deine tote Olle? Tate. Bachelor, 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 aber nicht von RTL. Guck dich an, du bist die arme Vision von Dave Chappelle. Also, guck dich an, du verdammter Punk, du kannst nichts sagen, also bitte stell mal keine Fragen. Yeah, erst fick ich dich, dann fick ich die Fegefee. Bis die Arschloch brennt wie in Frankfurt, das EZB. Also lass mal lieber sein, du bist letztlich besiegt, deine Mutter ist geistbehindert wie Kevin MC. Letzter Check. Fick die Fegefee, du bist fett, Alter, guck wie der Homo verreckt. Du bist das Gegenbeispiel für den Jojo-Effekt. Digga, was ist los, Alter, seit 10 Jahren bist du nur am Zunehmen. Du bist scheiße geworden, Alter, das musst du zugeben. Du kannst mal anblasen, Digga, aber pronto. Wegen dir Hurensohn oder Bon Peggy jetzt einen Sieg auf dem Konto. Das macht mich sauer, du kleiner Bauer, ich hab keinen Bock, Alter. Aus, mach mal ein bisschen lauter, weiter im Season, bitte. Gebt euch bei der ganzen Emotionalität den gebührenden Respekt. Okay, ich glaube, Cynic, also Cynic und Bong Teggy, weil er es gerade erwähnt hat, ne, wegen dir hat Bong Teggy jetzt einen Sieg. Yeah. Ich glaube, so Cynics Lieblingsgegner so bei Battles ist wirklich so Bong Teggy, ne? Kann das sein? Ja, ich glaube, aber das sind auch richtig gute Freunde, weil das erwähnen immer sehr, sehr viele und das wird oft erwähnt. Kann vielleicht auch sein, dass das irgendwo dann der Konkurrent, der größte Konkurrent ist. So, ja, dass sie auch Spaß haben dabei, so unter besten Freunde will man immer der Bessere sein. So, so auf jeden Fall. Und was würdest du sagen, wer ist für dich so... Ich sag dir ehrlich, beide waren unnormal stark, aber so vom Unterhaltungsfaktor von dem Punch ist schon so Cynic, so, weißt du? Echt? Ich würde sagen P-Zack, Alter. Echt? Hat mich auf jeden Fall abgeholt. Wir gucken. Den diese Sportler auch immer zueinander haben, Alter. Krasse Scheiße. So, ihr habt das in der Hand, ihr könnt das entscheiden. Zeigen wir mal rein, wir an meiner linken Seite, der hier angefangen hat für P-Zack. Ey, ist dir schon mal aufgefallen oder fällt das nur mir auf bei Ben Salomo? Der fängt immer normal an zu reden
Und dann fängt jemand so schnell voll schnell an so zu reden. Weißt so, du warum? Weil das sind Sätze, die er sagt, die sagt er immer wieder. Ja. So, und er hat eine Routine drin. Ja, aber versuch du das mal so nachzusprechen. Digga, mein Intro wird doch auch immer schneller. Ja, okay. So, weißt du, was ich meine? So, weiter. Timer, 5 der Nacht. Aber ich muss sagen, Cynic hat gewonnen. Wir haben jetzt hier 3 Hände für Pisek gesehen, das war nix. Gelegt hat in diese Battle für Cynic. Auch kein Veto in diesem Fall. Herzlich willkommen im Halbfinale, Cynic. Okay, ich muss sagen, beide waren auf jeden Fall stark. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass Pisek gewinnt, weil ich fand einfach, die Konter waren nicer, Alter. Aber Cynic war auch sehr, sehr stark auf jeden Fall. Von beiden sehr, sehr starke Leistung. Hat sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. War so viel Feuer drin. Und Feuer. Ja, Feuer. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, dann lasst gerne ein Abo. Da würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen. Und schaltet gerne heute Abend in den Livestream ein. Würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.